Wer wie was? Jeden Tag stellen wir eine Vielzahl an Verbindungen her. Wir ermöglichen die Kommunikation zwischen Menschen, schaffen die Voraussetzungen für die Navigation von einem Ort zum anderen, unterstützen automatisierte Prozesse in der Industrieproduktion und machen komplexe Diagnose- und Therapieanwendungen in der Medizintechnik möglich. Die digitale Vernetzung zwischen Menschen, Prozessen, Daten und Dingen. Das Internet of Everything wird in allen Bereichen unseres Lebens Einzug halten. Dazu müssen immer leistungsfähigere, kleinere und vor allem komplexere Verbindungen in Form von Leiterplatten hergestellt werden. In der Zukunft werden sich Kommunikation, Mobilität oder Produktion weiterentwickeln und revolutionieren. Wir werden befördern, ohne selbst zu fahren. Wir werden interagieren, ohne zu telefonieren. Und wir werden produzieren, ohne die Prozesse selbst zu steuern. Wir antizipieren diese Trends in der Gesellschaft und der Elektronikindustrie. High-End-Leiterplatten von AT&S stellen schon heute das zentrale Nervensystem nahezu aller elektronischen Geräte dar und sind ebenso vielschichtig und komplex wie diese elektronischen Geräte selbst. Das Ausgangsmaterial bildet eine in Epoxidharz getränkte Glasfasermatte, die mit einer Kupferfolie beschichtet und verpresst wird. Es werden nun mechanische Bohrungen gesetzt und die Bohrlöcher verkupfert, um die elektrischen Verbindungen herzustellen. Ein fotoempfindlicher Film wird im Anschluss mittels Laserstrahl belichtet und geätzt, um das Leiterbild, die Schaltkreisstruktur auf der Leiterplatte, zu erzeugen. Weitere Kupferfolienschichten werden aufgetragen, belichtet und verpresst. Um die elektrische Verbindung zwischen den Lagen zu erreichen, werden wieder Löcher durch mechanische und Laserbohrungen gesetzt und verkupfert. Dieser Vorgang wird in vielen Lagen wiederholt, je nach Kundenspezifikationen bzw. Endanwendungen. Die jeweiligen Außenlagen der Leiterplatte werden dann noch partiell mit einem widerstandsfähigen Schutzlack überzogen. Die lackfreie Kupferoberfläche wird nun mittels Gold, Nickel oder Zinn vor Oxidation geschützt. In Summe bedeutet das bis zu 150 komplexe Arbeitsschritte für die Herstellung einer AT&S-Leiterplatte. Am Ende wird jede einzelne Leiterplatte maschinell und visuell auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft. Diese und noch viele andere High-End-Leiterplattenlösungen ermöglichen leistungsfähige, hochtechnologische Anwendungen für unsere Kunden. Für mobile Endgeräte, Automotive, Industrie und Medizintechnik. Das macht uns zum Technologie- sowie Qualitätsführer in der Leiterplattenindustrie weltweit und zu einem Global Player mit Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea. Mit mehr als 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unserem Vertriebsnetzwerk auf 3 Kontinenten machen wir durch tagtägliche Leidenschaft und Präzision den Erfolg von AT&S und unseren Kunden rund um die Welt möglich. Egal, welche Technologien sich auch entwickeln. AT&S hat die Verbindungstechnologie der Zukunft. AT&S. First choice for advanced applications.